Moin, liebe Leute, und willkommen zum Tag 7 heute vom Adventskalender. Heute mit dem Spiel Farable oder Farable oder was weiß ich, wie man es ausspricht. Ich schätze mal Farable, weil warum nicht, ne? Ja, dieses Spiel war eigentlich in Türchen 6 vom MMOGA Adventskalender, also eines der besseren Spiele, also vom Nikolaustag. Dieses Spiel hat auch einen Wert von Steam von 9,99, also gehe ich mal schon mal davon aus, dass es ein bisschen was kann. Mir fällt gerade ein, ich kann doch nebenbei sonst schon mal raussuchen, die Bewertung, Farable Steam, wollen wir mal gucken. Die Bewertungen sind zumindest ausgeglichen. So viel sei vorweg gesagt, wir haben, okay, 24 negative und 75 positive. Also 75% der Leute empfinden dieses Spiel als positiv. Da kann es ja schon mal nicht so schlecht sein. Wir haben tägliche Herausforderungen, okay, keine Ahnung. Wir haben Optionen diesmal auch, ja. Wir können das auch auf Deutsch stellen und Qualität hoch und sowas. Warte mal, Erschütterung? Nee, lassen wir mal. Ja, wir machen eine neue Kampagne. Ja, Tutorial könnte man auch spielen, aber wir machen mal eine neue Kampagne. Wir kriegen das schon hin. Seit undenklichen Zeiten haben der König und die Hohepriesterin von Farable die Macht, den Lauf der Zeit verändern zu können. Eine Macht, die von Generation zu Generation weitergereicht wird. Während der König die letzten Augenblicke manipulieren kann, steuert die Hohepriesterin Stunden, Tage und Jahreszeiten. Dank dieser magischen Fähigkeiten herrschte in Farable hunderte Jahre lang Frieden. Doch die Magie hat ihre eigenen Wege. Schon ein einziger Funke kann ganze Königreiche zum Fall bringen. Okay, wir spielen gegen den Level 13, kann das sein? Der erste Krieg seit Jahrhunderten naht sich dem Ende. Kendor und Azuk haben keine andere Wahl, als sich gegenüberzustellen. Okay. Mal gucken, kriegen wir schon hin. Das sind wir, ja? Das ist die Priesterin, ja? Hey, es ist schon eine Ewigkeit her, seit ich meine Kräfte genutzt habe. Also gib mir gefälligst noch einen Moment, um mein Handbuch zu finden. Zug 1. Beirat, mein Herr, bitte vergesst nicht, dass Vorsicht besser ist als Nachsicht. Falls ihr oder die Hohepriesterin umkäme, wären sowohl die Schlacht als auch der Krieg verloren. Eure Zeitumkehrfähigkeit kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Ihr könnt damit beispielsweise die Angriffskraft einer eurer Einheiten verdoppeln. Okay. Den Wichser müssen wir packen, ne? Lass uns fetzen. Ist jetzt so ein bisschen wie Schach, wa? Es drei dies. Achso, man muss sich quasi vorkämpfen. Okay, ich verstehe es. Es ist so ein Schachsystem quasi. Auf die Nuss. Rums. Aber den müssen wir töten von ihm. Oh.
Habe ich jetzt schon gewonnen? Nee, anscheinend noch nicht. Achso, die macht nur zwei, die alte. Oh. Achso, der hat einen Pfeil, der Penner. Ich glaube, ich habe aber das Spiel verstanden. Das ist an sich ja ganz cool, ne? Aber ich glaube, einer stirbt jetzt schon mal von uns. Ja. Oh, er hat uns leben lassen. Ob das jetzt schlau war? Die gehen jetzt voll auf mich, wa? Oh, wir können gegenangreifen, das ist cool. Habe ich gerade gesagt, die gehen voll auf mich? Ich meine, ja, logisch, klar. Huh? Was will der denn jetzt? So ist schon besser. Warte mal, ist das die Frau, ja, ne? Mit einem Hund und einem Gehstock hätte er vielleicht die Lösung finden können. Jetzt wäre ein guter Moment für eine kleine Zeitreise, meint ihr nicht auch? Ich bin ja schon dran, versuchen Sie eine Weile hinzuhalten, fast geschafft. Tötet den Bildenden. Ja, erstmal muss ich mich eigentlich um euch kümmern. Oder ist er der Bildende? So, erstmal machst du hier... Ja, warte mal, du kannst... Rums. So. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Aua. Sieht ja schon mal stabil aus, wa? Was? Warum kann ich keinen Schaden machen? Na, du bleibst mal hier, Omi. Du gehst mal noch dahin. So. Oh! Was? Ja. Okay, der macht uns einfach mal komplett kalt. Moment, Mutti, mach mal eine Zeitreise. Wie geht denn das? Ja.
Okay, er ist in Rage. Mhm. Dann mach. Sehr gut. Roms. Ich glaube, das war nicht klug, weil jetzt stirbt alles von uns. Vielleicht war es doch nicht schlecht. Ach scheiße, die heilt alles hier. Geil. Ich hätte die, glaube ich, zuerst erledigen sollen. Ja, hätte ich. Ja, aber hätte Autokette, ne? Man kennt's. So, dann mach mal. Ah, fuck. Können wir ihn töten, ne? Ja, toll. Ja, Mann. Mach ihn kalt. Du rennst mal weg. Du greifst voll an. So. Und heilst nochmal alle. So. War, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja. Jetzt haben wir den schon mal. Okay, noch nicht ganz. Doch, haben wir. Easy. So. Ja, jetzt haben wir eigentlich gewonnen. Egal, was passiert. Ja, wow. Das Gute ist, die kann man jedes Mal einsetzen, was ich gar nicht wusste. Dann ist ja eigentlich viel easier. Komm, ich lasse ihn töten. Erstmal heilen wir uns alle. So, und dann machen wir ihn fertig. Huf. Ah, tatsächlich gar nicht so ein schlechtes Spiel, muss man ja sagen, ne? Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Hurra! Ich habe die magische Formel gefunden! Jetzt kann der Zauber gewirkt werden! Gewirkt werden? Nein! Was nein? Achso, jetzt machen wir eine Zeitreise und es fängt wieder von vorne an? Nee. Ja, anscheinend ja. Oder? Hä, sind wir das? Wieso sind wir jetzt schon Level 13? Hä? Hä? Wieso bin ich... Wieso habe ich mich jetzt runtergelevelt? Glückwunsch zu Ihrem ersten Sieg!
Here. Hä? Here? Hier? Ist der Steckbrief zu eurem Charakter, Kendor. Er hat an Erfahrung verloren, weil er in der Zeit zurückgereist ist. Und ihr müsst nun entscheiden, welche Attribute verschlechtert werden. Here. Viel Glück. Warum denn hier? Hä? Ja, moin. Vitalität. Okay. Nächste Level wäre der Wald. Aber meine Damen und Herren, wir haben 16 Minuten erreicht. Das reicht, glaube ich, für heute, denn ich habe auch gerade nicht mehr so Lust, noch weiter zu spielen. Auch wenn das Spiel gar nicht so schlecht ist, muss ich tatsächlich sagen. Ich sag mal so, wie es ist. Ist nicht mein Favorite-Spiel, aber es ist nicht schlecht. Also es gibt sicherlich Leuten, die sowas Spaß, denen sowas Spaß macht. Nochmal zur Information, wenn ihr den MMOGA Random Advance Kalender jetzt noch kauft, bekommt ihr trotzdem noch alle Spiele vom 1. bis zum 7. Tag dann geliefert. Alle nachträglich und könnt ihr alle nachträglich noch aktivieren. Ja, also so viel nochmal dazu, wenn ihr für 12,95 kauft. Und wenn das Spiel für euch zum Beispiel was ist, dann wäre der Kalender vielleicht gar nicht so schlecht. Aber natürlich ist es random, also es kann auch was ganz anderes kommen. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel eigentlich, ist aber leider nicht so meine Art von Spiel. Ja, nun möchte ich doch abschließend nochmal ins Menü gehen, beenden. Und währenddessen lesen wir uns noch einmal hier durch, was hier eigentlich so gibt. Das Spiel ist übrigens, oh, das ist von 2016, das ist auch krass, 20 Jahre alt. Ja, guten Tag. Okay, 20 Jahre alt. Das Spiel ist schon 4 Jahre alt, ist natürlich krass. Wir haben Hauptbewertung, alle. Ja, es ist wie ein Puzzle-Game, das stimmt. Aber haben wir auch was auf Deutsch? Farabel ist ein Strategiespiel der besonderen Art. Beginnt am Ende der Geschichte, man arbeitet man sich so Anfang der Geschichte vor. Ja, das kann gut sein. Ach so. Oh. Das ist aber interessant. Das heißt, deswegen fangen wir mit Level 12 an und am Ende sind wir wahrscheinlich Level 1, weil wir sind gut und werden wahrscheinlich immer schlechter. Oh, und dadurch wird das Spiel schwerer, weil man schlechter wird. Okay, das ist dann aber wirklich klasse, das Spiel. Also das ist dann ja wirklich toll. Vom Hero zum Zero stand hier auch. Ja, das ist ja toll. Einige Bugs, ja okay, das ist kacke. Aber... Es ist ein tolles Spiel. Ja. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Also gut, meine Damen und Herren, das war's dann mit dem Video des 7. Tages, des 6. Spieles aber eigentlich erst. Denn das Spiel kam zu Nikolaus und ist deswegen ein besseres Spiel im Wert von 10 Euro. Sonst kommen ja meistens Spiele im Wert von, was weiß ich, 30 Cent bis 3 Euro ungefähr. Können natürlich auch bessere kommen, die Wahrscheinlichkeit ist aber niedriger. Ja, ich möchte euch noch einen schönen Tag wünschen oder Abend. Ansonsten haut rein, tschüss und bis zum nächsten Mal.